Ziel der neoadjuvanten Chemotherapie besteht darin, die Lymphknoten vor der Operation von Tumorzellen zu befreien, damit auch diesen Patienten die schmerzhafte Ausräumung der Lymphknoten erspart bleibt. Als mögliches Entscheidungskriterium gilt die Sentinel-Biopsie. Wie der aktuelle Kenntnisstand ist, wird uns Professor Arnim Bader von der Klinischen Abteilung für Gynäkologie an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe beantworten können. Herr Professor Bader, was ist die Rationale der Sentinel-Node-Biopsie nach neoadjuvanter Chemotherapie? Da gibt es natürlich mehrere Aspekte dazu. Einerseits ist es natürlich, dass man all diejenigen Lymphknoten in der Axille entfernen möchte, die gegebenenfalls Metastasen beinhalten. Da bietet sich die Sentinel-Node-Biopsie an, um hier zu erkennen, sind überhaupt Lymphknoten befallen und ist es erforderlich, weitere Lymphknoten zu entfernen. Gerade nach der neoadjuvanten Chemotherapie ist es ja interessant, ist überhaupt Tumor noch vorhanden oder hat nicht die Chemotherapie zu einer kompletten Remission möglicher positiver Lymphknoten geführt. Leider können wir uns heute davon noch wenig ableiten, aber gerade in der Zukunft wird es hinsichtlich einer zielgerichteten Therapie bei diesen Patientinnen interessant sein. Welchen Einfluss hat die Chemotherapie auf das Auffinden des Wächterlymphknotens? Potenziell muss man sagen, dass eine neoadjuvante Chemotherapie dazu führen kann, dass es zu einer Komplettremission in einem positiven Lymphknoten kommt und dadurch der echte Lymphknotenstatus verschleiert wird. Es ist leider so, dass ja der Sentinel-Lymphknoten nicht immer die größte Metastase auch beinhaltet, sodass auch gegebenenfalls im Sentinel-Lymphknoten keine Tumorzellen mehr vorhanden sind, hingegen in Lymphknoten, die dahinter geschaltet sind in der Lymphabflussbahn, größere Metastasen waren und dort auch noch Resttumorgewebe zu finden wäre. Gibt es rezente Studiendaten, die zeigen, dass die Sentinel-Biopsie nach neoadjuvanter Chemotherapie verlässliche Informationen über den Lymphknotenstatus liefert? Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen und sehr gute Daten, dass bei Patientinnen nach neoadjuvanter Chemotherapie, die vor der Chemotherapie eine klinisch unauffällige Axilla gehabt haben, die Sentinel-Node-Biopsie verlässliche Daten zeigt und eine Falsch-Negativrate hat, die unter 10% liegt. Anders ist es zu sehen bei Patientinnen, die vor der Chemotherapie bereits eine klinisch positive Axilla gehabt haben. Da gibt es sehr rezente Daten, dass dann nach der neoadjuvanten Chemotherapie die Falsch-Negativrate der Sentinel-Node-Biopsie deutlich erhöht ist. Bei diesen Patientinnen muss man sicher vorsichtig sein, ob hier die Sentinel-Node-Biopsie nach der neoadjuvanten Chemotherapie das Mittel der Wahl ist. Herr Professor Bader, wie gehen Sie derzeit bei positiv klinischen Lymphknoten nach neoadjuvanter Chemotherapie in Ihrer Abteilung vor? Angesichts dieser neuen Daten würden wir weiter beim Standardvorgehen bleiben und in diesen Fällen bei klinisch positiver Axilla vor neoadjuvanter Chemotherapie dann im Rahmen der definitiven Operation eine axilläre Dissektion durchführen. Herr Professor Bader, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend bei Experts on Tour in Graz. Danke vielmals.